Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen Turianisch-Kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker sagt, die Kroganer bergen die Bombe. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Racket Ende. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hey. Die Vergangenheit darf uns nicht zerreißen. Nur zusammen haben wir eine Chance. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Rex, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. So sieht's aus. Genau. Schlimm genug, alles. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Ich hasse Geheimnisse und Politiker, Primarch. Ihr Sohn musste sterben, um das wieder gut zu machen. Ja. Sie haben recht, Commander. Es war ein Fehler, Ihnen nicht zu trauen. Das sehe ich jetzt ein. Mein Sohn, er starb mit dem Respekt seiner Männer. Dafür möchte ich Ihnen danken. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Und darauf wäre jeder Vater stolz. Ja, Sir.